Hallo und willkommen bei einem Holztutorial. Ja, Holz und Kürbis. Ich möchte euch heute etwas zeigen, und zwar, wie man im Early Game, ohne weit laufen zu müssen, an Holz kommt und ohne lang warten zu müssen. Das erste ist der Komposter, den möchte ich euch kurz zeigen. Funktioniert eigentlich relativ einfach. Hier ist ein einzelner Komposter. Wenn ich dort Dinge rein tue, die man essen kann, also das heißt, ihr könnt alles kompostieren, quer durch die Bank, kommt irgendwann Knochenmehl raus. Das ist dann ganz wichtig, um unsere Setzlinge groß zu ziehen. Ja, ich möchte das kurz zeigen. Ich packe hier Kürbis hinein. In dem Fall sind es, ja, jetzt ist er voll. Da hat etwas. Zack. Und habt ihr gesehen? Da kam das Knochenmehl heraus. Das Ganze kann ich dann auch mit einem Trichter automatisieren. Dann hätten wir einen Hopper. Dann hätte ich das Ganze auch hier oben mit einem. Wir machen mal da ein paar rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann laufen die hier rein, hier in den Komposter, und hier unten macht es dann immer Klack. Und das Ganze ist automatisiert. Ohne Redstone. Gut. Haben wir dann unser Knochenmehl? Und zwar brauchen wir relativ viel Knochenmehl. Dann kann man ohne weiteres sich hier so etwas bauen. Muss jetzt nicht aus Stein sein oder Andesit in dem Fall. Kann man machen, wie man will. Man kann es aber auch in die Erde bauen. Und da ist es eigentlich am schönsten. Das Ganze ist 4 hoch. Dann kommt eine Schicht, wo man drauf laufen kann. Das heißt, man gräbt im Endeffekt 5 Stück nach unten. Dann würde man sich hier das sparen mit den 3 Blöcken an der Seite. Ja, das Ganze ist natürlich dann auch in der Tiefe begrenzt. Das heißt, hier sind 3 Türen. Was mit den Türen auf sich hat, erkläre ich danach. Also man hat hier 3 Türen. Das ist dann zum Rausgehen und hinten eben nach oben. Das Ganze ist natürlich jetzt hier auch 3 Blöcke in der Tiefe begrenzt. Ich habe hier 3 Türen, damit dort auch kein Grünzeug nicht wächst. Hab dann das Ganze oben noch schön verpackt. Das heißt, 5 Stück nach unten, 3 Stück nach oben. Hier oben habe ich ein bisschen Glas aufgesetzt, also in der kompletten Reihe nach hinten, um das Ganze zu beleuchten. Denn man weiß ja, im Survival Mode ist das alles nicht so einfach mit den Monstern. Gut, dann würde ich euch kurz zeigen, was ich mir dabei gedacht habe oder wie ich das mache. Ihr könnt das natürlich auch gerne, wenn ihr Redstone habt, auch im Early Game machen, wie ihr lustig seid. Das heißt, ich setze hier überall die Setzlinge. So, und da ich ja relativ faul bin und nicht warten möchte, was heißt faul? Ich möchte halt einfach nicht warten. Ziehe ich mir die hier groß. So, 1, 2, 3, 4, 5 und rein damit. Komm, wachs. So, ah, wir bleiben einfach drauf. Und klonk. So, groß. Wir ziehen uns den nächsten groß. Und wie ihr seht, er braucht relativ viel Knochenmehl. Ah, das ging jetzt schnell. Wir gucken mal. Ah, das ging auch schnell. Seid nicht frustriert, wenn es etwas dauert. Wie gesagt, dauert teilweise echt heftigst lange. Ihr seht, wieder 64 weg. Jawohl. So. Ah, ging wieder schneller. Und zack. So, das war's. Und jetzt seht ihr, warum das Ganze zu begrenzen ist. Teilweise sind hier dann eben auch vom Baum diese Laubausläufer. Und ja, oben sieht es dann folgendermaßen aus. Man sieht dann auch hier oben. Es ist wirklich nur eine Reihe, die sich dort auftürmt. Eventuell 2 Blöcke nach oben. Das heißt, man kann es relativ schön abbauen. Aber ich möchte euch kurz zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Wenn man unter der Erde dann ist, gibt es das hier natürlich auch nicht. Man klopft sich also im Survival Mode mit einer Steinaxt durch. Durch die Höhe ist das Ganze begrenzt. Das heißt, man kann sich die Glasscheibe hier oben nicht kaputt machen. Das zeigt dann auch gleich nochmal die Höhe insgesamt. Und somit kann man schön gemütlich mit seiner Eisenaxt eins nach dem anderen, ohne viel laufen zu müssen, das Ding zerlegen. Man kriegt wieder seine Setzlinge. Man kann das Ganze
wirklich extremst betreiben, wenn man möchte. Mit der automatischen Melonenfarm, die ich euch auch verlinken wollen würde, könnt ihr dann ebenfalls das ganze Teil automatisieren, wenn ihr wollt. So, jetzt möchte ich natürlich raus, mache das Ganze hier wieder zu. Muss man nicht. Also das mit den Türen habe ich mir da mal einfallen lassen, damit ich hier relativ schnell nach oben komme. Und dann hier oben abbaue. Vielleicht bekomme ich, ja, hier hatten wir einen Setzling. Die sterben aber eh ab, wenn das Ganze wenn das Ganze dann unten abgeholzt ist. Soweit so gut. Das wäre die Holzfarm. Man kann das wirklich länger machen. In der Höhe sind es hier eben 5, wie man hier sieht. Und halt, ich bin ja nicht im Creative, ich bin im Survival Mode. Und dann eben, wenn man 5 in die Erde zum Beispiel gräbt, noch 3 Stück nach oben mit Stein und hier oben eine Reihe Glasblöcke und man hat ein relativ schönes Gewächshaus für Bäume. Unterirdisch. Mehr oder weniger. Ja. Für eine Melonen oder Kürbisfarm kann man das hier veranstalten. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das auch mal, wie ich im Early Game ohne Redstone an schön abzufarmende Kürbisse komme. Das heißt, ich lege mir hier eine Wasserreihe an, dann einmal eine Kürbisreihe, dann wachsen hier die 2 Kürbisse, das heißt, da ist drunter nur ganz normale Erde bzw. Gras. Dann hier ebenfalls eine Reihe mit Kürbispflanzen, Wasser, Kürbispflanzen, dann wieder 2 Kürbisse und so weiter und so fort. Das Ganze kann man auch ziemlich exzessiv betreiben und mit der Axt geht das auch alles relativ schnell dann wegzumachen. Wie ihr seht, man nimmt dann auch alles mit und kann dann auch direkt wieder zum Kompostieren gehen. Funktioniert einwandfrei. So, ich holz jetzt hier im doppelten Tempo nochmal kurz alles ab. Das war's von mir soweit. Ich würde mich natürlich über ein Like, einen Daumen hoch sehr freuen. Bis zum nächsten Tutorial. Lasst vielleicht ein Abo da. Bis dann, euer Bitfuchs.